Hallo ihr Lieben, ich bin heute hier, um ein Video zu machen, in dem ich euch ein bestimmtes Buch vorstelle und von einem Buch von vorn bis hinten schwärme, das für mich recht überraschend ein neues Lieblingsbuch geworden ist. Und dieses Buch ist Schildmaid, das Lied der Skaldin von Judith und Christian Vogt. Das ist also ein AutorInnen-Ehepaar, die dieses Buch gemeinsam geschrieben haben. Und ich würde das Video gerne einleiten mit so einem kleinen Intro darüber, wie ich auf das Buch aufmerksam geworden bin und daran gekommen bin. Dadurch, dass ich nur über dieses Buch spreche in diesem Video, dachte ich, ich kann mir ein bisschen Zeit lassen für solche Ausschweifungen. Aber diejenigen von euch, die das langweilt, die sind herzlich eingeladen, mit den Kapitelmarken unten einfach es zu überspringen. Das könnte ich auch gut verstehen. Es ist so, dass ich auf Judith und Christian Vogt das erste Mal aufmerksam geworden bin, letztes Jahr, als sie bei Fischer Tor Anarchie Deco publiziert haben. Das habe ich auch gelesen, das fand ich auch durchaus gut. Und seitdem folge ich den beiden auf Social Media, insbesondere Judith auf Instagram. Und Judith macht auch einen Podcast zusammen mit, ich glaube, Lena Richter heißt die andere Podcasterin, dem ich auch mittlerweile folge. Und ich habe halt so ein bisschen verfolgt, was die beiden machen, finde es sehr spannend, an was sie arbeiten. Und so bin ich auch aufmerksam geworden auf dieses Buch, das jetzt vor kurzem erst bei Piper erschienen ist. Und als ich das erste Mal davon gehört habe und nichts über dieses Buch wusste, außer dass es um Wikinger geht und dass es offensichtlich Wikinger-Fantasy ist, da war ich sehr skeptisch. Was, glaube ich, daran liegt, dass die letzten Bücher über Wikinger, die ich gelesen habe, nicht so mein Ding waren. Das waren auch keine schlechten Bücher, aber es war einfach nicht so meins. Also war ich sehr skeptisch. Und dann hat Judith immer wieder zu Schildmaid gepostet und je mehr ich darüber gehört habe, was das für ein Buch ist und worum es geht, desto neugieriger wurde ich, sodass es dann doch auf meiner Wunschliste gelandet ist. Und wer weiß, wie lange es auf der Wunschliste geblieben wäre, aber dann habe ich erfahren, dass die beiden zum Erscheinungstermin eine Signierstunde geben in meiner Nähe. Und da habe ich mir gedacht, das ist der Moment, die Chance muss ich beim Schopf packen und dahin fahren und das Buch vor Ort kaufen und mir signieren lassen. Das muss ich irgendwie wahrnehmen, diese Chance. Und ich fand es auch spannend, die beiden mal persönlich zu sehen. Und genau das habe ich gemacht und das war letztendlich der Grund, weswegen ich das Buch jetzt so bald nach Erscheinungstermin tatsächlich gelesen habe. Das hier ist das Autogramm, das ich bekommen habe. Und ich habe tatsächlich auch ein paar Goodies abgestaubt, nämlich unter anderem diesen Pin hier. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Auf dem Kamerabild, da steht Argr drauf, was ein altnordisches Wort ist, das eine Bedeutung hat im Laufe des Romans. Und ich habe außerdem ein paar Postkarten bekommen mit Illustrationen. Bitte scharf stellen, danke. Illustrationen von den paar wichtigsten Protagonistinnen des Romans und auch ein Lesezeichen mit denen. Und ich muss ja sagen, ich bin eigentlich gar kein Goodie-Fan. Ich will nicht zu sehr ausschweifen, aber ich vermeide sonst eigentlich immer Goodies anzunehmen, einfach aus Nachhaltigkeitsgründen. Aber ich habe eine Ausnahme gemacht, tatsächlich bei Schildmaid. Zum einen, weil ich die Illustrationen toll fand. Und ich meine, immerhin sind das nachwachsende Rohstoffe hier auf den Postkarten und hier bei diesem Pin. Das wirkte also nicht so, als wenn der massenhaft produziert worden wäre und einfach mit beiden Händen verteilt worden wäre, sondern da gab es wirklich nur eine Handvoll, die bei denen auf dem Tisch lagen. Und als ich dran war, habe ich den letzten davon in die Hand gedrückt bekommen. Und es wirkt fast ein bisschen, als wäre das selbst gebastelt. Das weiß ich aber nicht hundertprozentig. Der hat auch schon so ein paar Macken gehabt. Die Ecken sind so ein bisschen abgestoßen. Das war mir alles sehr sympathisch und wirkte eben nicht so, als wären davon massenhaft Dinger verteilt worden, die einfach wieder nur im Müll landen. Und deswegen, genau, das war meine kleine Ausführung zu Goodies. Ich habe eine Ausnahme gemacht und im Nachhinein bin ich total froh, die Ausnahme gemacht zu haben und die Goodies nicht abgelehnt zu haben, weil ich jetzt so ein großer Schildmaid-Fan bin, dass es irgendwie schön ist, diese Sachen zu haben. Und diese Illustrationen hier. Ich kann nur empfehlen, wenn ihr das Buch lest und offensichtlich vielleicht die Postkarten nicht habt, im Internet mal auf dem Instagram-Profil von Judith euch die anzugucken. Denn da stecken viele kleine Details drin, die man erst richtig versteht und wahrnimmt, wenn man das Buch liest. Und das war irgendwie eine schöne Sache, die zu haben. Fast ein bisschen, als würde man ein illustriertes Buch lesen. Ja, so bin ich also an Schildmaid gekommen, irgendwie auch durch diese Signierstunde. Und habe relativ ohne Erwartungen eigentlich dieses Buch angefangen zu lesen. Ich war offen für alles
Und es hat mich umgehauen. Es hat mich einfach umgehauen. Und das ist jetzt das Ende des Intros. Jetzt erzähle ich euch erstmal, worum es geht. Also, es ist Fantasy und es spielt zur Zeit der Wikinger. Wir begegnen Ava, einer Frau, die vor kurzem ihren Mann verloren hat und die einen Traum träumt, von dem viele Menschen sagen würden, es ist ein unträumbarer Traum. Denn sie träumt von einem Langboot mit blauen Segeln und sie weiß, dieser Traum ist ihr von der Meeresgöttin Ran eingegeben worden. Sie hat also den göttlichen Auftrag bekommen, dieses Boot zu bauen. Das ist, wenn man alleine so ein Langboot bauen will, eine absolute Mammutaufgabe. Es ist auch eigentlich keine Aufgabe für Frauen traditionell, aber sie begibt sich in den Wald und sie macht sich wirklich ganz allein daran, Bäume zu fällen, Planken zu schneiden und dieses Boot zu zimmern. Aber sie bleibt nicht allein, denn ihr Vorhaben spricht sich herum und nach finden sich immer mehr Frauen bei ihr ein, die von ihr gehört haben und die nach einem neuen Leben suchen, die vielleicht auch einen Ausweg aus den starren Gesellschaftsstrukturen suchen und die ihr helfen möchten. Und so bildet sich eine wachsende Gruppe von Frauen, ganz bunt durcheinander gewürfelt, die auch alle unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen und alle zusammen gelingt es ihnen wirklich, dieses Boot zu bauen und unter Widrigkeiten, weil sie von sogenannten Berserkern gejagt werden, in See zu stechen. Und damit beginnt eine abenteuerliche Fahrt entlang der Küsten Skandinaviens bis nach England und Island. Eine Fahrt voller Monster und Götter und Runenmagie, auch voll von wikingermäßigen Kämpfen und Überfällen. Und eine Fahrt, in deren Lauf sich herauskristallisiert, und das ist kein Spoiler, das steht tatsächlich auch auf dem Klappentext, dass der wahre göttliche Auftrag dieser Frauen ist, dass sie Ragnarök verhindern sollen. Das von der nordischen Mythologie vorhergesagte Weltenende. Also keine besonders kleine Aufgabe. Neben all diesen handlungstragenden oder Spannungselementen, die ich erwähnt habe, nimmt das Buch sich aber auch wirklich viel Zeit, ist zwischendurch wirklich auch langsam erzählt und nimmt sich die Zeit, das Innenleben seiner Figuren und auch die vielschichtigen Beziehungen zwischen den Figuren auszuloten. Und es ist eine Geschichte, die wirklich durch und durch durchdrungen ist von nordischer Mythologie. Also Fans nordischer Mythologie werden hier auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen, weil ihr ganz viele Anspielungen oder Easter Eggs, wenn ihr sie so nennen wollt, finden könnt im Laufe der Geschichte. Es ist schlussendlich eine Geschichte von einer Gruppe Frauen, die versuchen, aus den patriarchalen Gesellschaftsstrukturen auszubrechen und einen selbstbestimmten Platz in der Welt zu finden. Und es ist eine Geschichte von einer Gruppe Außenseiterinnen, die sich gegenseitig Zugehörigkeit geben und die sich miteinander diesen selbstbestimmten Platz in der Welt erkämpfen. Ich wollte auch noch etwas zu Sprache und Struktur des Romans sagen. Da gibt es nämlich einige erwähnenswerte Dinge. Zum einen ist die Sprache offensichtlich auch angelehnt an und inspiriert von den altnordischen oder Isländer-Sagas. Die Sprache erinnert sehr an diese alten Sagas. Am Anfang des Romans etwas mehr als am Ende. Es verliert sich so ein bisschen im Laufe des Romans. Aber das ist ein Aspekt, den ich ganz, ganz großartig fand. Die Sprache haut einen um. Auch interessant ist, dass das Buch in eher kurze Abschnitte eingeteilt ist als in große Kapitel, was wohl auch gemacht wurde, weil die alten Isländer-Sagas in dieser Struktur erzählt waren. Es ist also auch daran angelehnt. Und was auch erwähnenswert ist, ist, dass einige alte nordische Begriffe vorkommen. Dazu ein Hinweis, es gibt am Ende des Buchs ein Glossar, wo diese Begriffe erklärt sind. Das habe ich erst auf der Hälfte des Romans entdeckt und habe vorher relativ viel gegoogelt. Also wenn man die Begriffe nicht kennt, am Ende des Buchs sind sie erklärt, da kann man sich Arbeit sparen. Aber Fakt ist, mit Sprache und Struktur unterstützen die Autorinnen hier noch einmal diese komplette Immersion in dieser magischen, mythischen Welt der Wikinger. Ja, und wenn es um meine Meinung geht, weiß ich gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll und aufhören soll, davon zu erzählen, was ich an diesem Buch mag, denn ich liebe einfach alles an diesem Buch. Ich liebe die Sprache. Ich liebe seine Magie, ich liebe die Story, ich liebe die Figuren, ich liebe das diverse Ensemble der Figuren, ich liebe all die klugen, versteckten Botschaften darin, ich liebe das Mythische. Es ist durch und durch so
gelungen und so ein Highlight für mich geworden. Und ein Gedanke dazu ist noch, das klingt jetzt vielleicht nach einem komischen Satz, aber ich glaube, es ist wirklich lange her, dass ich ein deutsches Fantasy-Buch gefunden habe, das nicht von Jenny Mainulien geschrieben war und das so ein richtiges Herzenslieblingsbuch von mir geworden ist. Ich glaube, das ist echt lange her. Es ist so, und ich hoffe, ich kann das formulieren, ohne dass es falsch rüberkommt, aber ich bin ja großer Fantasy-Fan, aber ich bin auch eine Freundin von, manche Leute nennen es hohe Literatur oder eben Literatur, die im Feuilleton besprochen wird, die nicht in Genre-Literatur passt. Im Englischen sagen die Leute dann meist Literary Fiction, also literarische Fiktion. Und die Tatsache, dass ich diese Art von Büchern seit vielen Jahren sehr gerne lese und sehr schätze, manchmal denke ich, das hat dazu geführt, dass ich so einen sehr eigenen, speziellen Geschmack ausgebildet habe, auch wenn es dann um Fantasy geht. Und das zu klischeehafte, oberflächliche Durchschnitts-Fantasy-Romane mich einfach nicht mehr so richtig begeistern können, weil ich nach diesem besonderen, wenn ihr so wollt, literarischen suche in meiner Fantasy. Also ich habe in der Vergangenheit viele Bücher gelesen, die großartiges Worldbuilding und eine tolle Story hatten. Und solche Bücher werde ich dann auch positiv rezensieren auf meinem Kanal, wenn sie mich überzeugen konnten. Aber allein dadurch werden es keine Herzenslieblingsbücher, sondern dafür brauche ich noch einen gewissen Anspruch. Ich brauche irgendwie eine psychologische Tiefe in den Figuren oder eine Besonderheit der Sprache, vielleicht auch Raum für Interpretation oder interessante Gedankenanstöße. So ein bisschen, am liebsten so Fantasy-Romane, die ein bisschen die Brücke schlagen hin zur Literatur. Und solche Fantasy-Romane zu finden, finde ich super schwierig. Und mein Herz blutet ein bisschen, das zu sagen, aber gerade in der deutschen Fantasy finde ich das schwierig, solche Bücher zu finden, die das so richtig erfüllen, was ich suche. Wenn ich so zurückdenke auf die letzten paar Jahre, dann waren so richtige Fantasy-Lieblingsbücher von mir immer aus dem Englischen übersetzt, komischerweise. Wenn es nicht gerade von Jenny Mainulien kam, wie gesagt, die da irgendwie eine Ausnahme ist und mich immer noch mit ihren Büchern begeistern kann. Aber falls es euch ähnlich geht, falls ihr diese Gedankengänge ein bisschen nachvollziehen könnt und auch schon mal auf der Suche seid nach so literarischen Fantasy-Romanen, ihr müsst nicht länger suchen. Lest einfach Schildmaid. Das Buch ist großartig. Und übrigens dieser Gedanke zu, dass man gerne Literary Fiction liest, aber eigentlich auch gerne Fantasy und es einem dann schwerfällt, Fantasy-Bücher zu finden, die einem noch richtig gut gefallen und so weiter. Dazu hat Mercedes vom Kanal Mercy's Bookish Musings vor einiger Zeit auch mal ein Video gedreht. Das ist zwar auf Englisch, aber sie hat das, glaube ich, auch sehr gut artikuliert, ihre Gedanken. Und deswegen werde ich euch das Video auch nochmal unten in der Infobox verlinken für alle, die das interessiert. Ja, ich hoffe, das war einigermaßen nachvollziehbar. Ich möchte wirklich auf gar keinen Fall das Fantasy-Genre in irgendeiner Art klein machen. Das Fantasy-Genre ist so, so wertvoll aus so vielen Gründen. Und ich spreche hier nur von meinem persönlichen Geschmack, wenn ich sage, es fällt mir schon mal schwer, neue Fantasy-Lieblingsbücher zu finden. Aber das ist auch ein Grund, warum ich so froh bin, dass dieses Buch existiert, weil es mir gewissermaßen den Glauben daran zurückgibt, dass die deutsche Fantastik und ich noch zusammenfinden können. Mein Fazit hierzu ist, ich glaube, es ist rübergekommen, dass ich dieses Buch über alles liebe. Ich würde es nicht pauschal empfehlen, denn ich denke, es ist schon ein bisschen ein spezielles Buch. Gerade diese sagamäßige Sprache, was ja etwas ist, was ich großartig fand, da habe ich schon beim Lesen gedacht, oh, da werden sich Leute schwer mit tun und habe auch prompt die erste Lovely Books Rezension gefunden, wo jemand sagt, dass er, ich glaube, das Buch abgebrochen hat, weil er nicht damit zurechtkam. Diese Stellen im Buch, wo sie so das Tempo rausnehmen, wo es einfach um Dialoge geht zwischen den Frauen auf diesem Boot, auf dem Meer. Solche Szenen fand ich so gelungen, so gut gemacht. Und natürlich gibt es da auch Leute, die in Rezensionen schon schreiben, ja, es hatte Längen zwischendurch. Also so unterschiedlich sind einfach da die Geschmäcker. Deswegen würde ich sagen, es ist keine pauschale Empfehlung. Es ist eine pauschale Empfehlung von mir, in die Leseprobe reinzulesen. Und schaut mal, ob ihr damit auf einer Wellenlänge seid. Eine weitere Einschränkung, die ich vielleicht machen muss, ist, dass ich nicht weiß, wie sehr es einem die Freude an dem Buch vielleicht nimmt, wenn man in seinem Leben noch so gar keine Berührungspunkte mit nordischer Mythologie hatte. Also dann kann man das Buch trotzdem lesen und verstehen und es gibt ja auch das Glossar und so weiter. Aber es werden einem viele
Anspielungen doch entgehen. Also das ist vielleicht noch eine kleine Einschränkung. Ansonsten wünsche ich im Prinzip euch allen, dass ihr mal in die Leseprobe reinschaut und es mit dem Buch versucht und einfach genau dasselbe mind-blowing Leseerlebnis habt, das ich hatte. Das wünsche ich euch wirklich allen. Dann habe ich an dieser Stelle lange genug geredet und geschwärmt, glaube ich. Ich wäre sehr gespannt, was eure Rückmeldungen sind zu diesem Buch oder zu diesem Video in den Kommentaren. Und ansonsten, lebt eure eigenen Sagas, träumt eure unträumbaren Träume und wir sehen uns im nächsten Video wieder.